Mission 4 ist die erste, die richtig nervig werden dürfte. Grund dafür ist eine Neuerung des Trojaner-Add-ons, aber dazu komme ich gleich. Wir starten auf einer eigenen Insel und haben den Auftrag, auf eine andere Insel im Südosten der Karte überzusiedeln. Dazu müssen wir dort eine Burg, einen großen Tempel und ein Set Sea-Objekte errichten. Der erlaubte Radius ist dabei aber so großzügig, dass er sogar ein Stück auf unsere Insel überragt, wie hier über ein modifiziertes Skript kenntlich gemacht. Dort passen aber meiner Einschätzung nach höchstens die Zierobjekte hin. Leider hat sich das dunkle Volk auf der Insel im Süden breit gemacht und das wäre im Hauptspiel auch gar kein Problem gewesen. Nur leider sind wir jetzt nirgendwo mehr sicher und das ist die Schuld der neuen Manakopter, die das dunkle Volk bekommen hat. Diese Flugmaschinen besitzen 250 Hitpoints und 3 Rüstungen. In den frühen Phasen des Spiels werdet ihr daher nicht die Feuerkraft besitzen, um sie zu zerstören, denn nur Bogenschützen können sie angreifen. Und selbst wenn es euch gelingt, ist es nur durch die Zerstörung der Manakopter-Manufaktur möglich, ihren Bau zu unterbinden. Und selbst die kann neu errichtet werden. Ob das dunkle Volk ihre Manakopter auch regelmäßig einsetzt, hängt von der eingestellten Aggression der KI ab. Manakopter können nur eine kleine Gruppe von Soldaten transportieren, aber dafür können sie ohne Vorwarnung an jedem Ort in eurer Siedlung zuschlagen und ziehen sich erst zurück, wenn die abgesetzten Schamanen getötet oder genug Siedler versklavt wurden. Das Skript dieser Karte scheint nur einen Angriff nach 35 oder 40 Minuten, je nach Schwierigkeit, vorzusehen und hat einen weiteren Trigger für Fähren, der aber praktisch nicht ausgelöst werden kann, da das Zielgebiet auf eurer Insel liegt. Offiziell kann das dunkle Volk erst nach 300 und vielleicht sogar erst nach 600 Minuten von sich aus angreifen. Inoffiziell ist das Skript aber voller Scheiße. Ich wurde nach einer halben Stunde etwa alle 10 bis 15 Minuten geraidet und habe dadurch meinen Durchlauf fast verloren. Behaltet am besten alle eure Türme oder baut welche in entfernten Ecken eurer Siedlung. Das dunkle Volk sucht nicht gezielt nach ihnen. Sobald ihr etabliert seid, sind Manakopter eher lästig als gefährlich, aber bis dahin seid ihr ihnen praktisch hilflos ausgeliefert. Und das Beste? Ursprünglich sollte das dunkle Volk 3 Manakopter-Manufakturen bekommen. Ich vermute daher, dass der Vorarbeiter in der Manakopter-Manufaktur mit seiner BDSM-Montur ein Porträt des Mappers dieser Karte sein soll. Die Peitsche ist jedenfalls nicht zur Bestrafung der Sklaven da, dazu ist sie viel zu kurz. Die beiden Berge im Osten enthalten keinerlei Rohstoffe. Kohle und Eisen sind nur im Gebirge im Zentrum der Insel zu finden, zusammen mit Stein und etwas Gold. Im kleinen Berg im Nordwesten der Insel findet ihr eine zusätzliche Goldader. Im südwestlichen Berg findet ihr weiteres Nutzlosium und Stein, welcher aber schwerer zu erreichen ist. Beachtet außerdem, dass auf der Zielinsel keine Bodenschätze zu finden sind. Am Anfang werdet ihr knapp besetzt sein, aber ihr müsst unbedingt nach Norden expandieren, um die Steinfelder dort nutzen zu können. Lasst währenddessen euren Pionier auf der Zielinsel die Küste östlich der Bäume erobern, damit ihr dort später einen Hafen errichten könnt. Ich habe meine Schwerindustrie im Norden und meine Getreidefarm im Süden errichtet, wo sich auch der Fluss befindet. Die südliche Küste bietet auch Platz für eine Werft und einen Hafen. Tut, was immer nötig ist, um eure Siedlung so weit zu entwickeln, dass sie den Raubzügen des dunklen Volks standhalten kann, aber verliert dabei nicht euer Ziel aus den Augen. Wenn ihr mit 5 Dieben das Baumaterial für den Hafen auf die andere Insel bringt, könnt ihr euch einen Gründungskarren sparen. Danach braucht ihr nur noch ein Handelsschiff, um das nötige Baumaterial auf die Insel zu bringen. Sobald alle Gebäude stehen, ist Mission 4 geschafft. Leider war das aber nicht das letzte Mal, dass ihr euch mit Manakoptern rumschlagen müsst.